Habe geträumt, dass ich kacken musste. Also, das fängt ja schon mal richtig nice an. Und dafür gab's extra eine zombiefreie Safe Zone einer Lagerhalle. Wurde dahin gebracht von Security, hab mir dann eine Ecke gesucht und dann wollte mich auf einmal ein Zombie dort angreifen. Ja, okay, ich interpretiere nochmal kurz deinen Traum. Also, da kommt plötzlich, der ist in der Lagerhalle und dann kommt auf einmal ein Zombie und überrascht ihn beim Scheißen. Also, das ist ein sehr interessanter Traum auf jeden Fall. Hat danach Security geschrien und der hat den erschossen. Aber dann wurde das Lager auf einmal zerstört und überrannt von einer 3 Meter großen muskulösen Zombiefrau. Und bin panisch weggerannt. Was bedeutet das? Wieso rasiert LOL mir die Eier? LOL rasiert mir meinen Intimbereich. Und das nervt mich. Oder ist das dein Scheißernst? Nee, also, wer zum Geier ist LOL? Das ist natürlich die erste nennenswerte Frage, die mir dazu einfallen würde. Und zweitens, wieso rasiert der LOL deinen Scheißdrecks-Intimbereich? Brauche Hilfe bei Minecraft? Ja, gerne doch. Hallo, ich hätte da mal eine Frage zu Minecraft. Ich kann gar nichts und bin gerade dabei, Minecraft zu lernen. Mein Problem ist, wann tauchen diese Vierecke zur Herstellung von etwas auf? Wie kann man die öffnen und was herstellen? Ich habe eine Pocket Edition. Ich weiß nicht genau, wie ich dir da jetzt helfen kann, aber ich installiere mir gerade Minecraft und dann kann ich dir bei was anderem gerne auch mal kurz helfen. 2000 Jahre später. Junge, lad doch endlich! Willst du mich eigentlich kommen? So, nach 10.000 Jahren hat endlich auch mal hier die Scheiße geladen und ich würde sagen, jetzt geht's mal los. Gut, ich würde sagen, wir stellen uns jetzt hier erstmal eine Welt und dann kann ich dir gleich mal dieses beeindruckende Fact hier zeigen. Alles klar, also ich würde sagen, wir stellen uns jetzt hier einfach mal so eine random Welt. Also ich würde mal sagen, ich bin jetzt hier im Creative Mode und jetzt bin ich hier flach. Wie viel Chunks mache ich mal? Ja, 8 nehme ich mal. Gut, dann jetzt hier erstmal noch das alles einstellen, immer dark und alles, ja. Und Wetterzyklus und ausschalten. So, und jetzt sind wir in einer flachen Welt. Also, und wie gesagt, ich bin im Creative Mode, also. Ja, Junge, nee, ich werde es jetzt nicht bewerten. Aber auf jeden Fall zeige ich euch mal gleich dieses faszinierende Phänomen. Gut, ich würde sagen, also ich bin jetzt hier in der Welt und ich nehme mal hier einen Erdblock, den nehme ich auch hier nochmal ein paar. Hätte ich es eigentlich nicht machen müssen, weil ich ja im Creative Mode bin. Aber ich werde das gleich auf jeden Fall mal zeigen. Das ist auf jeden Fall. Wo kann ich das hier? Auf jeden Fall jetzt. Ich muss jetzt erstmal einen Ort suchen, wo ich es gut platzieren kann. Auf. Ich muss jetzt erstmal die Spannung ja ein bisschen erhöhen. Ja, ich glaube, gleich werde ich euch mal dieses beeindruckende Teil hier mal zeigen, weil es ist wirklich faszinierend. Faszination pur eigentlich schon. Also wirklich beeindruckend. Ich meine, ich platziere einen Block und er steht. Schon sagen, das ist echt ultra krass. Was ist das für eine Spinne? Bitte einmal schauen, wer weiß welche Spinne. Du hast ja nicht mal ein Foto von der Spinne geschickt. Wie soll ich denn dann deiner Meinung nach herausfinden, was für eine fucking Spinne das ist? Kann mir einer von euch sagen, wie diese Schuhe heißen? Wollt ihr mich eigentlich alle komplett verarschen? Schickt doch ein verdammtes Foto, damit ich sehen kann, wie diese Scheißspinne oder diese Scheißschuhe aussehen, damit ich es identifizieren kann. Aber wie kann ich das ohne irgendein scheiß verdammtes Foto?
kann Atompilze. Nein! Was soll ich mit der Bürste auf der Toilette machen? Ach, das kann ich dir sogar sagen. Die Bürste, die schiebt man sich in den Mund. Das ist nämlich richtig angenehm. Also erstmal taucht man die schön in die Toilette und dann richtig tief in den Rachen hinein und dann richtig schön runterschlucken. Also, das habe ich da, das ist sehr, sehr gut. Also dafür ist die Bürste gedacht, ja. Wie kann die Hardware meine Daten schützen? Dringend! Wie kann die Hardware meine Daten schützen? Also, ich hab's auf jeden Fall beim ersten Mal sehr gut verstanden. Die Frage hättest du jetzt nicht nochmal schreiben müssen. Aber nein, eigentlich ist die Frage gar nicht so dumm. Also, aber tut mir trotzdem leid. Leider kann ich dir damit nicht weiterhelfen. Ja, also, ich hab seit einem Jahr nicht mehr Informatik an meiner Schule. Da hätten wir das safe bestimmt gelernt. Aber tut mir leid, da leider ist das nicht mein Fachgebiet. Damit kenne ich mich leider nicht aus. Da musst du einen Computerfreak irgendwie oder so fragen. Ja. Aber leider kann ich dir da nicht weiter. Könnte ein Mensch mit einem Menschenaffen Nachkommen zeugen? Es gibt ja enge Verwandtschaft. Wäre sowas denkbar? Könnte man sich das so vorstellen, wie wenn ein Esel und das Pferd sich kreuzen? Das funktioniert dann ja auch. Genau, weil das ja auch genau das gleiche Prinzip ist. Ich habe aus Versehen Google gedost. Ich habe gerade aus Versehen Ping Google.de in CMD eingegeben. Ich dachte, das ist ein Ping-Test. Aber angeblich ist das der DOS. Ich will nicht ins Gefängnis. Eigentlich war er im Moment einfach so aufgeregt, dass dann aus Versehen dieser Schreibfehler passiert ist. Was schätzt ihr, welche zwei Länder ich in mir habe? Was wollt ihr alle? Was stellt ihr für geistig zurückgebliebene Fragen? Also, ich kriege irgendwann noch einen Herzinfarkt, wenn ich mich weiter so verdammt nochmal dumme Fragen mir beantworten muss. Wenn sich Mädchen neben mich setzt in U-Bahn, mag sie mich dann? Darf ich meine Arme um das Mädchen legen? Wenn du eine Klage wegen sexueller Belästigung bekommen willst, dann mach's gerne. Oder halt ein Insektenschutzmittel in die Augen. Wie erzeuge ich einen Pickel? Ist Rasen gefährlich? Gut, das können wir gleich mal selber ausprobieren. Alles klar, Leute. Ich weiß, ihr könnt mich nicht hören, aber wahrscheinlich denkt ihr es euch schon. Ich werde jetzt rasen und hoffentlich werde ich dabei nicht sterben. Okay, noch passiert nichts. So, okay. Ach, hoffentlich werde ich es überleben, weil wäre ja echt scheiße, wenn ich jetzt irgendwie sterbe oder so, ne? Also das, okay, ich renne mal noch ein bisschen schneller, ne? Das, okay. Noch ist nichts passiert. Das wäre auf jeden Fall sehr scheiße, wenn ich es. Wie kriege ich diese Box weg? Man kann diese Box nicht in den Papierkorb tun und ich will mich nicht mehr bei Skype anmelden. Alter, was ist mit euch bitte verkehrt, Alter? Wieso bekommt Johanna im Zug immer einen Orgasmus? Ich habe da auch eine Frage. Wer ist diese scheiß Jana? Und Moment mal, das andere ist gibt so eine Krankheit, die nennt sich Objektsexualität. Da fühlst du dich von bestimmten Gegenständen sexuell erregt. Wahrscheinlich sieht das dann bei der Jana dann so aus. Der hat aber ein geiles Sixpack in mir. War jetzt mal nur so eine Vermutung, aber wahrscheinlich läuft das bei Jana so ungefähr dann ab. Hilfe! Ich habe das Internet deinstalliert. Ja, genau! Ich habe ja auch schon 1000 Mal das Internet gelöscht. Ja, aber, ja, das ist, man kennt's, ne? Also, man tut's Internet in so, das Internet ist quasi wie so eine App, die tust du dann auf deinen PC in den scheiß Papierkorb und dann ist der weg, ne? Wer kennt's nicht? Oder auf dem Handy löscht man einfach mal dieses Internet von seinem Handy. Also, man kennt's, ne?
Ich meine, ist ja nicht so, als wäre das Internet schon auf dem Handy, wenn man sich einen PC kauft. Nein, das muss man sich ja immer erst vorher installieren. Hilfe, ich habe Kakao getrunken. Was soll ich tun? Du hast was? Wieso machst du sowas? Du weißt doch, dass du da, dass das nicht gut ist. Das ist doch voll gefährlich. Aber Leute, jetzt mal ohne Scheiß, also trinkt niemals Kakao. Also das ist echt total gefährlich. Also ja, also da werdet ihr schon morgen dann dran sterben, ne? Also ja, man kennt's, ne? Also ja, macht's nicht, trinkt nicht Kakao, ja. Es schadet dem Körper sehr, also. Wenn jemanden eine Grube gräbt, hat er dann ein Grubengrabgerät? Ja, ich kann dir gerne mal ein Bild von diesem Grubengrabgerät einblenden. 1, 2, 3. Einstein? Welche Spielo spielt ihr so in der Spielothek? Frage oben. Keine dummen Kommis bitte. Wieso sollte man da auch dumme Kommentare schreiben, wenn die Frage schon so dumm ist? Asche getrunken. Sterbe ich nun? Ich habe gerade was richtig Schlimmes gemacht. Ich habe gerade mein Glas, das ich als Aschenbecher benutzt hatte, versehentlich übersehen und Whisky reingekippt und getrunken. Ja, also, ja, man kennt's, ne? Ich dachte erst, was ist das für Zeug? Schmeckt ja widerlich. Und merkt plötzlich, das ist kein neues Taschenbecher, sondern das ist das Aschenbecher. Wo kann man für Windeln für 16-Jährige kaufen? In dem Laden für Geistesgestörte. Warum ist es so? Du kannst ja einfach mal das so machen, so. Okay. Wie viele sind das? 1, 3, 4, 5, 6, 50 Milliarden 897. Also keine Ahnung, warum du besoffen bist. Suche jemanden zum Fußmassieren. Also alle Leute, in denen kein Polizist in der Nähe ist oder irgendwo eine Jugendanstalt, die sind eigentlich alle ganz gut, also. Okay, ich habe da eine Frage. Wieso willst du verdammt nochmal nackt wandern gehen? Wo besteht da der Sinn da drin? Er ist 13 Jahre alt und würde gern mal nackt wandern gehen. Weißt du was? Da würde ich dir die Zugspitze empfehlen. Da ist es auch im Sommer richtig warm. Das ist bestimmt sehr angenehm, dort nackt wandern zu gehen. Und nein, es ist nicht verboten, nackt wandern zu gehen. Es ist auch nicht verboten, nackt durch den Wald zu laufen. Wieso denn überhaupt auch? Ich bin ein Fan von den Lochis und möchte ihr Freund sein. Wie kann ich mit ihnen Kontakt aufnehmen? Also du, das ist auch richtig schwer. Also ich zeig dir jetzt mal, wie ich das machen würde.